Howdy Leute und herzlich willkommen zurück bei Legacy of Kain Blood Omen. Ach, wenn ich blaues Blut trinke von diesen Geisterwesen, dann bekomme ich mehr Magie. Das ist auch nett zu wissen. So, habe ich jetzt mit dem Knopf die linke Seite geöffnet? Die mittlere Seite ist auf jeden Fall zu. Gehst mal weg. Ja, ich habe die linke Seite geöffnet. Okay, da komme ich wieder zurück. Der Teleporter ist ein bisschen zu hell erleuchtet. Ich frage mich, was es damit auf sich hat. Das kann nicht gut sein. Wir sind übrigens in der Kathedrale von Evernus. Falls sich einer von euch wundern sollte, wo ich mich gerade befinde. Und hier wimmelt es vor Dämonen. Bah! Ist blöd, dass ich Dämonen nicht aussagen kann. Oh, das war ein Schalter. Ah, die guten alten Beichtbänke, ne, die kennt man. Falls irgendjemand von euch in die Kirche gehen soll. Tä, da kennt man die Beichtbänke. Ja. Ich bin ja nicht so der Kirchengeher. Kirche, pfui. Ha! Was? Der schlägt mich aus dem Teleport. Geht's noch? Ich brauch das Schild, sonst hab ich keine Chance. Bräuchte irgendwo mal ein paar Dorfbewohner zum Aussagen. Lebensenergie wird gesagt. Nein, hätte ich aussagen können. Nein! No! Mist. Wo bin ich denn jetzt wieder? Sehr gut. Bin ich hier links? Moment, ist jetzt die Mitte auf? Ja, die Mitte ist auf. Ich wollte gerade sagen, ich mache das intelligent, ich lasse mich anhitten und sage ich sie einfach aus. Hm. Das ist noch zu. Hm. Wieder danach runter. Jetzt Dunkelheit, ich sehe es. Haben will. Magie, nochmal ein Herz der Dunkelheit. Jawoll. Das muss der Schalter sein, weil das leuchtet so toll. Es sieht jetzt schon cool aus an der rechten Bildschirmleiste mit der langen Lebensenergie und den ganzen Runen, was wir da so haben. Richtig nice. Danke fürs Anhitten, du Blödmann. Ah, da ist noch einer. Ja, die Rüstung ist praktisch, definitiv. Muss ich nicht immer Waffen wechseln. Ach, das ist die Verbindung darüber. Da ist auch ein Teleport. Aber was ist da oben? So, einfach mal genüsslich zubeißen. Yeah. Darf mich auch anhitten, dann bekomme ich wenigstens gerade Lebensenergie. Lebensenergie und Magie. Also oben geht's auf jeden Fall weiter. Moment, ich sauge ich auch noch aus. Dann schwappt das Ding drüber. Ich hätte dich jetzt beinahe nicht gesehen. Ist da ein Schalter? Nee. Wo führt denn dieser Teleport hin? Wenn es nördlich weitergeht im roten. Das ist auf jeden Fall ein Schalter. Ah, jetzt ist die Tür auf. Und die führt mich zu einem weiteren Teleport. Also Evernus besteht nur aus Teleportern.
Was zum Teufel? Da soll sich noch einer auskennen. Au, 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 au. Ah, die Rüstung ist echt praktisch. Alles, was mich schlägt, bekommt Schaden. Hey, Lebensenergie, lecker. Hä, jetzt bin ich wieder hier. Warum? Ah, die Seitentür ist auf. Falls sie nicht schon immer auf war, das weiß ich jetzt gar nicht. Okay, die war hundertprozentig schon immer auf. Da bekommen wir was. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es erkannt, was wir hier drin bekommen? Ihr werdet es gleich sehen. Ich spoilere mal überhaupt nichts, aber es ist super awesome. Super awesome. Was auch total super zum Spiel passt, ist, wenn ich aus dem Zimmerfenster gucke und die Außenwelt betrachte, die sehe ich gerade, dass gerade die Welt untergeht. Ja, alles grau und ist so kurz vorm Gewitter. Das passt wunderbar zu Legacy of Kain. Wunderbar. Fehlt nur noch, dass so ein Schwarm Fledermäuse vorbeifliegt oder sowas. So. Das wäre noch cool. So. Man kann es erkennen, oder? Man kann es erkennen, was es ist. Wir holen uns den Soul Reaver. Die mächtigste Waffe. Wobei der Soul Reaver in diesem Spiel einen ganz coolen Twist hat. Also von der Handhabung her. Wir werden sehen, wenn es soweit ist. Ha, Pfeile, die können mich doch nie aufhalten. Eis! Kann mich alles nicht aufhalten. Was bist du? Möchte gern Maleks Rittertyp da. Pff. Nichts kann mich aufhalten. Nichts. Ich muss nicht mal zuschlagen, damit die sterben. Ja, die sterben automatisch durch meine Rüstung, wenn sie mich treffen. Ich bin unbesiegbar. Unbesiegbar. Aber warum es hier auf einmal wieder eine Eispassage gibt, ist ein bisschen seltsam. Komisch. Langsam mehr die Treppen hochsteigt. Kain, wir sind kurz vorm Soul River, komm. Jetzt wisst ihr auch, wo Kain den Soul River her hat, aus der Kathedrale von Avernus. Lebensenergie-Fiole, das passt wunderbar. Noch mehr Lebensenergie. Wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich sagen, wir sind schon fast so Richtung Endgame unterwegs. Mit so viel Lebensenergie und was wir jetzt alles so gefunden haben, ist das schon gar nicht mal so verkehrt. Ich gehe erstmal hier runter. Da gibt es bestimmt was. Aus Idioten, die ihr Leben wegwerfen. Oh, ey. Sowas brauchen wir natürlich auch. Ah, noch mehr Lebensenergie. Jetzt aber. Jawohl, immer wieder 2 Pixel mehr Lebensenergie. Das ist super. Wobei ich ja das System von Blood Omen 2 ziemlich geil fand. Dass ich ja leider nicht mehr spielen kann, weil es nicht mehr startet. Das kotzt mich an. Blood Omen 2 war super. Ich fand das System von Blood Omen 2 ganz cool. Eigentlich nur durch diese Truhen und das weiterhin Aussaugen der Bürger mehr Lebensenergie dazu bekommst. Das war irgendwie ein cooles System. Da drüben wandelt eine junge Frau. Gott, das ist ja ein riesiger Dungeon. Ich will doch nur den Soul Reaver, mehr will ich doch gar nicht. Alles andere interessiert mich an diesem Ort gar nicht. Nur der Soul Reaver. Ach, das sind vereiste Stufen oder was? Da, wenn ich vom Deephead runtergehe, dann rutscht Kain wieder zurück. Ist ja auch irgendwie interessant, ne? Oder sind die vereist oder was? Na, ich denke mal eher vereist. Irgendwie so. So, da geht's zum nächsten Teleport. Habt ihr mitgezählt, durch wie viel Teleport ich jetzt schon gesprungen bin?
Gut, dass es nicht viel, viel Teleporte sind oder sowas, ne? Okay, links oder rechts? Ich gehe mal links. Bin ich jetzt? Jetzt bin ich rechts. Gehe auf den linken Teleporter und komme rechts raus. Puh. Rechts? Keine Ahnung, wo ich hingehe. Okay, das war falsch. Hier links. Hier den. Hier bin ich rechts. Hier war rechts falsch, also links. Hier unten. Hier oben. War das auf Anhieb richtig? Sieht fast danach aus. Der mächtige Soul Reaver. Mit der Zeit verschwimmen selbst Erinnerungen an Legenden. Der Ursprung des Seelenräubers ist schon seit langem nicht mehr bekannt. Sein Zweck ist aber immer noch derselbe, sich an den Seelen der Kreaturen zu laben, die davon getroffen werden. Der Seelenräuber und ich, wir sind vom selben Schlag. Ja. Ja, sie haben es eingedeutscht, den Seelenräuber. Seelenräuber. Soul Reaver. Er hat zwei Nachteile, diese Waffe. Der erste, es ist ein Zweihänder. Und Ken macht immer nur eine Bewegung. Des Weiteren, was eigentlich ganz, ja, gut ist, er frisst... Also er kann viele Kreaturen in einem Hit töten. Allerdings verbraucht es eure Magieleiste, denn desto stärker die Kreatur, desto mehr Energie wird von uns abgezogen, ja? Damit ich die besagte Kreatur töten kann. Deswegen wird der Soul wahrscheinlich nicht so viel Verwendung finden. Aber hey, werden wir mal sehen, wie das läuft. Kommt immer darauf an, wie viel es jetzt dann doch ist. Also desto stärker der Gegner, desto mehr Energie muss er fressen. Sonst wäre die Waffe ein bisschen unbalanced irgendwie. Also wenn ihr keine Energie habt, keine Mana, dann habt ihr mit dieser Waffe nicht sehr viel Spaß. Aber ihr habt schon gesehen, ist ziemlich cool, wenn man da zuschlägt, dass man die Schreie der Toten hört. Awesome. Wäre natürlich super, wenn ich dort auch wieder Energie bekommen würde, aber... What? Ja, bei denen verbrauche ich zum Beispiel 2 Pixel Mana. Oha, wo sind wir denn hier? Sieht cool aus, das ist das vordere Fenster der Kathedrale. Über mir ist die Vergangenheit in Buntglas verewigt. Okay, das hast du schön gesagt. Wie komme ich jetzt hier durch diese Türen? Weiß keiner. Die Vergangenheit im Bunkler ist verewigt, ja. Und nun? Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht, oder? Ah, jetzt ist diese Tür auf. Und hier ist ein Speicherpunkt. Und da oben ist noch eine Tür. Ich habe gerade gespeichert. Sieht so dermaßen cool aus, wie er da steht mit dem Soul Reaver. Und das Schwert ist einfach mal fast so groß wie er, ja. Na, nicht ganz von der Brust ausgerechnet. Was? Unbegrenzte Macht! Aus dem Weg, Peasant! Aus dem Weg!
Kane ist auf der Durchreise und er ist pissig mit der stärksten Waffe in ganz Legacy of Kane läuft da rum. Auf der Suche nach Beute. Ja, ihr seht, ich bekomme Größenwahn, aber es ist einfach so dermaßen cool, mit dem Soul Reaver hier rumzuspazieren. Ach ja, nachdem ich zwei Waffen da, also beide Hände an diesem, an dieser Waffe habe, an dem Soul Reaver, kann ich auch keine Zauber wirken. Ich brauche eine freie Hand dafür. Flammenschwert. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich keine Spells hernehme. Geht halt nicht mit dem Soul Reaver an. Ist halt so das Manko. Noch ein neues Item. Passt natürlich super zum Soul Reaver. Was bist du, ein zweiköpfiger Hund oder was? Pff. Spür mein Flammenschwert. Bastard. Moment, doch, bin auf dem richtigen Weg. Nein, die Tür ist zu! Da ist die Kette. Und wahrscheinlich auch noch diese Kette. Ist die Tür jetzt auf? Ja. So, in der Kathedrale von Everness bekommen wir den Soul Reaver und die Schattenmuster. Und es ist beides awesome. Ich weiß gar nicht, was die Schattenrüstung noch so hundertprozentig macht, aber ich glaube, ich werde. Ich habe eine höhere Ausweichrate oder irgendwie sowas. Ich kann es gar nicht sagen, ich weiß es gar nicht so hundertprozentig. Tja, volle Magie. Ja, das ist so der Punkt, wo das Spiel noch awesomer wird als awesome. Es war vorhin schon awesome, jetzt mit dem Soul Reaver und der Schattenrüstung ist es halt einfach. Man kann es halt einfach nicht in Worte fassen. Da unten ist die Tür zu, das finde ich scheiße. Aha. Das sind immer die Objekte, die wohl leuchten. Das sind immer irgendwelche Schalter oder Hebel oder sowas. Muss man auch erstmal drauf kommen, ja, dass man sagt, hey, das könnte ein Schalter sein. Okay, die Tiefen der Kathedrale von Everness werden immer mehr creepier mit den ganzen Knochen und sowas. Ich glaube nicht, dass das nette Priester waren oder sind. Hey, Victor! Da liegt mal eine Leber, eine Lunge oder was das, das darstellen soll. Ja, bei den meisten Objekten und sowas, man sie brauchte, man halt noch früher Fantasie, ja, dass man wusste, hey, das ist, könnte das und das sein. Das finde ich gut. Dann macht es gleich um einiges mehr Spaß. Oh, Blut. Mach mit Feuer unter dem Arsch. Ah, ist kein Problem, weil hier ist Blut. Au, natürlich laufe ich da wieder rein, weil ich bin awesome. Mal kurz aufladen. Bis definitiv ein Schalter. Ich bin gerade so happy, weil ich den Soul Reaver. Ja, der Dungeon geht noch ein paar Meter, so wie es aussieht. Aber liebe Leute, wie es weitergeht, Legacy of Kain, Blood Omen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Diese Frau trinke ich noch aus. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin euer Zark und ich sage natürlich wie immer, stay tuned and so long.